Rassismus ist so ausgerichtet, dass es so eine Art von Weiß gegen Schwarz gibt. Das heißt, Weiße diskriminieren POCs und POCs werden von weißen Menschen diskriminiert. Colorism ist aber, da geht es vielmehr auch darum, dass sich POCs untereinander diskriminieren. Das gilt natürlich auch sowohl innerhalb der Community als auch also von der Außenwelt. Aber ich finde, es geht einfach darum, dass wir uns damit auch sehr angreifbar machen, dadurch, dass wir das auch innerhalb von schwarzen oder People of Color Communities machen. Colorism ist nochmal eine Unterteilung in verschiedene Schwarztöne. Also ich bin mir sehr bewusst, dass ich light-skinned bin und dass ich deshalb meine Rassismuserfahrungen sicherlich andere sind und ich manchmal auch so ein bisschen demütig bin gegenüber Menschen, die dunkler sind als ich oder ganz schwarz, wie wir das so sagen. Und dieser Colorism führt dazu, dass eigentlich so die schwarze Community oder die BPOC-Community gespalten wird. Und das ist ganz schwierig. Und man spricht auch nicht so gerne drunter in der Black Community oder in seiner Community, weil das einen nochmal so trennt. Und man braucht ja einander so stark, um den Rassismus auszuhalten. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil man von außen das gar nicht auf dem Schirm hat, dass Diskriminierung innerhalb von der schwarzen Community, dass das präsent ist. Und dass es aber auch ein Thema ist, was einen mindestens genauso psychisch belasten kann und mindestens genauso einen auch, keine Ahnung, schon frühkindlich ja, zerstören kann oder halt irgendwie, mir fällt das Wort gerade nicht ein, also das ist halt schon von Kind auf an dazu passieren kann, dass man dadurch ein gemindertes Selbstwertgefühl hat. Und das nicht, weil man dunkelhäutig ist, sondern weil man einfach zu dunkel ist. Ich habe zusammen mit meiner Tochter und einer schwarzen Frau, wir haben zusammengearbeitet für eine Firma. Und diese Firma macht in diesen Zeiten Corona-Tests. Und wir sind alle Abstecherinnen gewesen. Und das heißt, wir sind alle in einem Anzug, na, und du hast deine Maske und du hast dein Shield. Das heißt, das Einzige, was du siehst, ist also diese Augenpartie. So, sie ist ganz schwarz. Ich bin schon nicht mehr so schwarz und meine Tochter ist, wenn sie komplett angezogen ist und du siehst nur die blauen Augen, würdest du sagen, okay, gut, kommt gerade aus Mallorca und ist ein bisschen braun, ist also weiß. Und wie unterschiedlich wir behandelt werden und dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das, also das hat ja sehr viel mit Gefühl zu tun. Ich kann das ja fühlen, bevor es passiert, oftmals so rassistische Dinge. Du weißt das schon. Und das war sehr erschreckend. Also das fand ich so, meine Tochter, die dann permanent gesagt kriegt, oh, du hast so schöne blaue Augen. Und dieses, wie meine Kollegin, meine schwarze Kollegin, schlecht behandelt wurde, obwohl die ist hier geboren. Also wir sind alle gleichwertig und auch gleichwertig in unserer Arbeit. Und wie krass der Unterschied ist, wie Menschen einen behandeln. Und da haben wir hier zu Hause noch lange drüber gesprochen und haben für uns bemerkt, dass sehr wahrscheinlich alle weißen Menschen, die mit uns arbeiten, dieses nicht sehen. Aber wir das sehr klar sehen. Und es tut mir weh, für sie weh. Also dieses so jemanden herabsetzen, weil er schwarz ist. Und mich besser behandeln, weil ich bin ja nicht so schwarz, ich habe ja irgendwie ein bisschen was Weißes drin. Und Maxim dann so ganz anders noch behandeln, das war schon, das hat mich nochmal sehr betrübt und hat mir gezeigt, wie weit entfernt wir von Gleichsein sind.
Ich habe tatsächlich Colorism schon als Kind erfahren, nämlich war das meine eigene Mutter, die irgendwann zu mir meinte, ja, du bist zu dunkel und du musst heller werden, erst wenn du heller bist, bist du schöner. Und dann war das bei mir tatsächlich so, dass ich mit 8 Jahren zum allerersten Mal eine Bleaching Cream benutzt habe, Fair and Lovely, die ist in Indien und in Afrika, also eigentlich in den ganzen Ländern, wo halt dunkelhäutige Menschen sind, ist die halt sehr bekannt. Und die Creme habe ich mir dann, ich glaube, 2 oder 3 Wochen lang am Stück ins Gesicht geschmiert. Meine Mutter hat mir zum Beispiel geraten, dann auch mich mit so einem Schrubben dann so fest zu schrubben. Und ich habe 10.000 Masken ausprobiert. Ich habe Joghurt mir ins Gesicht geschmiert, einfach nur um heller zu werden. Und das war dann so absurd teilweise, weil meine Mutter da meinte, ja, guck mal, deine Ellenbogen sind so dunkel oder deine Kniekehlen sind so dunkel. Also alles Körperstellen, die halt auch von Natur aus, sowohl bei dunkelhäutigen Menschen, aber halt auch bei weißen Menschen, die dunkler sind. Aber das wollte sie halt nicht anerkennen. Und dann war das zum Beispiel auch so, dass mir gesagt wurde, ja, geh nicht raus in die Sonne. So. Und das sind alles so Sachen, wenn man das, also die Bleaching Cream habe ich zwar mit 8 benutzt, aber davor habe ich das ja auch schon gehört.